Hallo, mein Name ist Venjan. Ich begrüße euch zu diesem Videoguide zu Rotface bzw. auf Deutsch Modamine. Ja, er wurde vielfach aus der Community gewünscht, unter anderem glaube ich von Glurak und Ololol und noch jemanden, Loranius glaube ich. Grüße an euch an dieser Stelle. Und ja, jetzt kommen wir dann zu dem Boss. Grundsätzlich ist erstmal zu sagen, er ist eigentlich noch relativ leicht. Da sollte wirklich eine Gilde schon relativ schnell schaffen. Wie viele Tanks braucht man? Zwei. Ein für den Boss, der hier in der Mitte einfach den Boss tankt. Und da ist wirklich nur zu beachten, dass der zwischendurch, wie ihr seht es gerade hier, Schleimsprühen macht. Und dann dreht er sich in irgendeine Richtung, fängt an zu sprühen. Und dann sollten alle Leute, die an der Stelle stehen, eben da rauslaufen. Also dann einfach hinter dem Boss oder so. Das werden wir gleich auch nochmal sehen, wie das der Anas hier avoidet. Einfach hinter dem Boss laufen. Jetzt zum Beispiel sprüht er dahin und jetzt geht er dann direkt hinter ihn. Ja, also das ist eine ganz simple Geschichte. Ansonsten macht der Boss selber noch etwas, und zwar verteilt eine Krankheit auf die Spieler. Und diese Krankheit löst, wenn sie entweder dispelled wird oder ausläuft, löst sie einen kleinen Schleim aus euch heraus, wie ihr ihn da gerade gesehen habt schon. Und mit den Schleimen kann man was machen. Das ist auch im Übrigen die Aufgabe des zweiten Tanks. Und zwar kann man die zwei kleine Schleime kann man zu einem großen verbinden. Und wenn man weitere kleine Schleime in einen großen zieht, dann stackt der sich einen Zauber hoch und bei 5 Stück von denen explodiert dieser große Schleim. Ja, also so handhabt man das, dass man einen Tank eben hat für so große Schleime und die Spieler immer wieder in große Schleime reinlaufen, um mit den kleinen Schleimen. Also da könnt ihr auch direkt reinlaufen, ihr seht das gerade, da ist einer direkt in diesen großen Schleim gelaufen und der saugt jetzt dann den kleinen auf. Und wenn er 5 hat, dann fängt er eben an zu explodieren. Und das macht er jetzt und dann läuft man exakt auf die andere Seite. Also ihr seht das, der läuft exakt auf die andere Seite, wo der eigentlich stand. Denn dieses Teil, was da runterkommt, gerade dieses Grüne, das macht sehr viel Schaden. Ja, also das ist sehr unschön. Das sollte man nach Möglichkeit ja, vermeiden, dass man es das abbekommt. Und daher sind die Leute alle auf die andere Seite gegangen. Man könnte theoretisch auch direkt reinlaufen, wo er vorher explodiert ist. Das ist dann wie ins Auge des Sturms laufen, ja. Aber ja, das ist euch im Prinzip überlassen. Dann der Professor Patricide von oben vom Balkon schaut er uns ja hier zu. Der lässt, also Professor Seuchenmord auf Deutsch, der lässt hier so grünen Schleim, wie ihr es da gerade gesehen habt, ab und zu mal aus so Kanistern rauslaufen. Ja, also der fixt immer diese Schleimkanülen und die lässt er halt rauslaufen. In den Schleim kriegt ihr natürlich Schaden, wenn ihr da durchlauft. Ich als Tank, seht ihr gerade hinten, lauft da zwar durch, um eben diesen Blob im Kreis zu ziehen, aber alle anderen sollten dann nicht durchlaufen, denn ihr kriegt da auf jeden Fall Schaden, wenn ihr dort eben durchlauft. Dann gibt es noch diese kleinen Schleimfelder, die machen euch vor allen Dingen langsam und machen Schaden. Also da auf jeden Fall nicht durchlaufen, das macht dieser Big Ooze nennt man den, also der große Schleim, der macht das. Jetzt seht ihr hier wieder, er explodiert, 5 Stück waren da drin. Und eben diese grünen Schleim-Dinger, die müsst ihr eben, ja, einfach outrangen. Da müsst ihr natürlich aufpassen, wenn ihr gerade irgendwo weglauft und dann kommt gerade eben dieser Schleim aus der Anlage, das ist dann natürlich sehr unschön. Da habt ihr eben die Chance, sobald ihr seht, dass das Grüne darunter läuft, macht er noch keinen Schaden. Und jetzt sehen wir hier gerade, wie er den Schleim abliefert. Ne, er geht einfach in so einen großen rein mit seinem kleinen und dann ist er weg. Und da eben auch eine andere wichtige Sache, er kommt wieder der Schleimspray. Da stellt er sich einfach hinter dem Mob. Das ist auch einfach sehr, 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 sehr wichtig, ja, dass ihr da eben aufpasst, dass ihr den Schleimspray nicht abbekommt. Und eben, wenn ihr rauslauft, dass ihr da am besten jemanden abstellt. Also, dass ihr einen sagt, der die Krankheit von den Leuten entfernt. Und die Leute, die eben so einen kleinen Blob haben, immer ansagen. Krankheit entfernen und dann kriegt ihr nämlich erst, wenn ihr da seid, auch wirklich an der Stelle eben die Krankheit entfernt und dann kriegt ihr auch nicht so viel Schaden von den kleinen Schleimteilen und könnt ihn direkt im Großen abliefern, beziehungsweise ja, eben wenn es zwei kleine sind, könnt ihr dann zu dem anderen kleinen laufen. Das ist natürlich der Anfang so. Ja, dann hat dieser Kampf die böse Eigenschaft, wie ihr auch hier sehen werdet. Der Kill ist wie gesagt schon ein paar Wochen alt. Und ich habe ihn extra ausgewählt, da er nämlich am Ende ja eine sehr, sehr großes Chaos hat. Das ist irgendwie bei dem Kampf sehr, sehr schnell möglich am Ende, weil das wird dann immer ein bisschen schneller, bis Spieler eben den Schleim bekommen und desto chaotischer wird es dann. Und da kann es halt dazu kommen, dass ihr zum Beispiel zwei große Schleime habt. Ja, wenn ihr dann Leute habt, die auch kiten, ja, das ist dann auch kein Problem. Aber wenn ihr halt niemanden habt, die kiten dann, und zwei verschiedene, dann gehen die in die Melees oder zu den Tanks, zu den Heilern.
Und die töten die dann, ja. Also das ist nicht zu überleben, sondern so ein Hit von so einem großen Schleim, der tötet die fast sofort. Und das ist auch uns jetzt hier passiert. Jetzt zum Beispiel auch sehr doof. Wir laufen gerade zu einem Teil hin, weil ein Schleim explodiert und da kommt gerade Zeug raus. Aber direkt daneben, das geht jetzt weg. Von daher konnten die Leute da reinlaufen. Aber da sind dann auch einige gestorben, weil wir da halt gerade reingelaufen sind. Da muss halt der Tank dann immer schauen, wo kann das passieren und ja, ein aktives Auge darauf haben. Und am Ende ist halt wirklich wichtig, dass ihr nicht in Panik geratet, wenn ihr eben diese Krankheit habt, sondern dann immer schön richtig lauft, dass ihr zwei zusammenschließt, dass ihr nicht zwei große Schleime macht, denn wenn halt sich wieder zwei kleine zusammenschließen, dann entsteht halt ein neuer großer und ja, das kann alles zu einem Wald führen. Ich wünsche euch somit aber erstmal viel Erfolg und ja, viel Spaß, euer Venien.